immer die Reise geht. Finde deinen Weg und wer zu dir steht. Verzweifle nicht, wäre doch gelacht. Komm und glaub an dich und an deine Kraft. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es geht nicht um den großen Preis. Dein Herz aber spürt auch blind, ob die Richtung stimmt. Kein Mensch war gestorben. Dann geht's nicht. Doch. Außerdem soll ich wissen, dass keiner dran gestorben ist. Weil's noch. Weil die andere Getränke haben, das sofort rausbringen. Du warst Zeit von Löschen. Wann war das letzte Mal? Wann war das hier? War vor 3 oder 4 Monaten. Warte, weil es da gab so einen verschunkten Hund. So vor dem Leben. Ja, aber nur ganz knapp. Verwundungsfaktencheck, reden Sie nur keine Screenshots mit. Wenn so einmal der Bereich steht. Aber nicht. Du bist jetzt so weit in die Situation. Aber. Ich glaube, das ist der Dreh ohne Interesse. Was soll das hier? Wollen wir zumindest verstehen? Jetzt wird es was. Mit Bargeschirr. Oh mein Gott. Richtig spontan. Jetzt muss ich fast Pokémon aufmachen. Tantos oh weg Gott. Mit seinen 10 GB. Immigrantenbonus. Warte, die sind alle hier gerade. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Ja, weil wir sind in der Kasse. Und bei mir kommt richtig. Ja, zu mir kannst du nur von der Wand wollen. Hey Jungs, was gab's hier gerade? Lapras. Echt jetzt? Ja. Wo ist es? Es ist ungefähr, warten Sie, hier. Wie? Also laufen, ich meine hier. Da. Vor wie vielen Minuten? Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Also echt? Alles klar, danke. Ey, das ist kaputt. Oh mein Gott. Scheiß auf kaputt, Mann. Schon angezeigt. Ich hab schon 15 Sekunden oder so verpasst. Oh mein Gott. Konntest du es auch sehen? Auf Sighting. Oi. Schon meine Beine sind gerade endlang angespannt. Vor allem nach direkt Subway. Echt krass. Eine Ironie,
Tati, bevor uns hier gelassen hat, er so, sag's mir, wenn es einen Lapras gibt. Ja, Mann. Wir steigen aus, 30 Sekunden später, wir sehen Menschenmenge. Die haben hier Lapras gefangen. Ich hab's so knapp verpasst. Tati hat echt eine Gabe für Pokémon, Mann. Ja, Mann. Alles, was er will, kommt auch. Unglaublich. Jetzt dauert's wieder ein paar Minuten, bis wir am Bordeaux Platz sind. Ich hab gehört, 2000, 2300, 1800. Das war ein fettes Lapras, Mann. Folge beginnt schon mal spannend. Heftig. Ja, das hängt gerade noch. Schon lange nicht mehr hängen geblieben, jetzt hängt sie wieder. Alter, sind die Jungs vom Owenis? Die Jungs vom Owenis? Oh, keine Ahnung. Danke dir, Borges. Gerne. Warte, eine Serviette kriegst du auch noch. Ich nehme dir eine Serviette raus. Du liebst Stratini und Gengar, das ist gut. Ja, hab ich schon gehört. Ah nein, shit, das ist deins. Das ist dein Spiel. Bordeaux-Platz. Mein erstes Macholo überhaupt. Echt jetzt? Ja, Macholo ist echt selten in München, Mann. Neo Pokémon 500 Experience. Boah, das kann Karatschlag Kreuzhieb. Ganz heftig. Ah, ist aber ein schlechtes. Ich werde den nur auf wegen Drachenpuls von. Wegen Dragoran reden. Gegen den habe ich ein bisschen Probleme. Okay. Weil ich habe noch kein gutes Eis bekommen. Könnte ein Lapras kein Eis tun? Ja, ich habe einen Lapras, das hat nur 1300. Okay. Und es ist kein Drachenpuls, es ist kein Eis. Okay. Schau mal, er macht die Animation. Okay, Alter. Warte, ich muss zurück nutzen. Wir waren auf dem Hauseweg, auf einmal läuft Bagisch zurück. Fleckmond, Sepa, Sterndus. Ist echt nicht leicht aufzuhören, ihr kennt es selber. Auf einmal spawnt wieder alles und man kommt zurück. Gratini irgendwo auch noch. Gratini, ja. Das ist, wenn man hier jetzt hat, dann. Ja, kommt, ich kenne den Spot schon. Alles klar. Es gibt hier echt einen Dratini Dragonier Spot. Der ist hier immer links oben. Shit, der war zu leise. Nee, nee, den hat die Kamera schon aufgenommen. Bestimmt. Ja, aber der hat die Laute, dann ist dann der Mann um. Diese Videos werden auch noch folgen. Ich habe ein bisschen Darmprobleme. Warte drauf, es wird noch richtig lustig.
Sehr hart, ich mach's einfach in der Berufsschule endlaut. Sogar die Mädchen lachen sich kaputt. Bei Kappa, du. Alles klar. Okay, wie immer muss ich noch ein bisschen gehen. Ich meine, sehen Sie, ich mach endlaut. Komm, vor dem Mensch was, da weiß man nicht, wer es war. Komm am Brunnen hier. Schnell, ich kann nicht so lange. Gerade eben zwei. Ich werde es retten zu Aro kontrollieren. Ich muss sie sagen, erzähl, dass sie Pikachu. Hast du nicht gehört? Jetzt zu spät, jetzt habe ich nichts mehr auf Land. Wo muss ich jetzt lang? So, rechts. Ja, hier gehen wir hier. Tu ich jetzt machen? Wieso nicht? Warte, ich muss noch ein paar hier fangen, Mann. Okay, okay. Obwohl wir eigentlich gehen wollten. Ja, jetzt machen wir dann auf den Weg, wenn da nichts mehr kommt. Ja. Ja, seit 3 Monaten habe ich jetzt auf den Nidoqueen gespart. Hier haben wir Nidorina. Ich weiß schon, dass 89% hat, aber schauen wir nochmal. Team Rot. Keine Ahnung, wie die Bitch heißt. Es kann einfach alles. Der Angriffswert ist stärkste Eigenschaft. Seine Werte haben mich um Wow Wow heißt, dass es dann 15 hat. Ja, es ist noch klein. So. 102 Stück. Sieht man's. Hm. Entwickeln. Attacken wäre gut. Gifthieb und Erdbeben oder Gifthieb und Schlammwoge. Oder Matschbombe, irgendwie sowas. Doch ein neuer Pokédex-Eintrag. Oh yes, oh, das ist. Wie viel hat es? 1503. Schätze ich mal. Nee, bestimmt mehr. 1503 und 1402. Oh mein Gott. Biss und Erdbeben. Bin ich nicht unzufrieden, aber Gifty wäre schon besser, weil es ist ja ein Gift-Pokémon. War nicht schlecht. Erdbeben ist das Beste, was hätte kommen können. Okay. Schade. Das war's von uns. Letzte Worte, Borgisch. Letzte Worte, heute war es super saftig. Und es werden noch krasse Pranks kommen, so zwischen den Folgen, damit es nicht mehr langweilig ist. Hier Pokémon, dies, das. Furz-Pranks. Also, es wird echt lustig, ohne Spaß, weil wer traut sich einfach vor lauten Leuten zu furzen? Deswegen seid gespannt. Alles klar, ihr habt's gehört. Vergesst nicht, Pokémon ist your business. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken.
Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.